Der schon wieder. Den hatten wir doch gerade selber noch gespielt. Wie hieß der? Greiger oder sowas. Yusei gegen Greiger. Zweite Runde Machtprobe. Danach musste Yusei gegen Greiger antreten. Rex Goodwin hoffte, dass die Macht von Greiger dazu führen würde, dass Yusei den feuerroten Drachen zieht. Den feuerroten Drachen zieht? Ist das eine Karte in seinem Deck? Ich dachte, es geht die ganze Zeit darum, dass die den irgendwie erwecken wollen. Dass der irgendwo vielleicht unter der Arena verbannt ist, versiegelt ist und eine bestimmte Wellenlänge an Duellenergie würde den dann entfesseln oder sowas. Aber ist das eine Karte, die wir im Deck haben? Oder ist das hier gerade komisch übersetzt? Den feuerroten Drachen zieht, klingt so, als hätte ich den im Deck drinne. Doch vor dem Duell kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Yusei und Greiger. Nachdem Greiger Leo dabei erwischt hatte, wie er in seinen Laden geschlichen ist, um sich den neuen D-Whale anzuschauen, hat er den Jungen nach Hause gebracht. Leo wollte sich schon mal meinen neuen D-Whale anschauen, wie alle anderen da draußen. Wirst du den Sicherheitsdienst jetzt rufen? Nein, er erinnert mich an meinen kleinen Bruder. Der Greiger ist ein Netter. Ich dachte, der ist ein Böser irgendwie. Weil er so komische Schrauben im Kopf hat. Der ist ein Netter, das ist toll. Ich werde ihn nicht bestrafen, nur weil er versucht hat, dir zu helfen, unser Duell morgen zu gewinnen. Was? Der Kleine hat versucht zu bescheißen und er will ihn trotzdem nicht bestrafen. Der ist ein echt guter. Das wird aber nichts ändern. Du wirst immer noch verlieren. Von diesem Turnier hängt morgen eine Menge für mich und meine Zukunft ab. Was ist mit dir? Warum duellierst du dich hier? Ich tue es für meine Freunde. Ich habe keine andere Wahl. Lass mich raten. Goodwin hat dir ein Angebot gemacht, das du nicht ablehnen konntest, oder? Woher weißt du das? Ist er auch zu dir gekommen? Er hat mir angeboten, das Dorf meiner Familie wieder aufzubauen. Ich brauche seine Macht für den Wiederaufbau meines Dorfes. Erinnert mich so ein bisschen an Dragon Ball. Oder, war das am Ende von Dragon Ball Z? Wo der Oob, die Wiedergeburt von Buu, eigentlich nur da teilgenommen hat, um das Geld zu gewinnen, halt um sein Dorf aufzubauen, weil er irgendwo auch am Arsch der Welt wohnt und das ist ein armes Dorf, die haben nicht mal Wasser und sowas. Und dann verliert er natürlich gegen Goku, aber Goku gibt ihm dann einfach das Preisgeld oder ich glaube Bulma, weil die ist mega reich oder irgendwie sowas. Und dann geht's dem Dorf gut. Ja, ich würde mich freuen, wenn er doch noch irgendwie Hilfe bekommt, auch wenn er verliert. Das wollte ich damit sagen. Feuer und eine Naturkatastrophe haben es völlig zerstört. So etwas hast du noch nicht gesehen. Ich könnte wetten, Rex Goodwin steckt dahinter. Erstmal das Dorf zerstören und dann anbieten, es wieder aufzubauen. Weißt du? So richtig hinterfotzig. Direktor Goodwin hat mir Hilfe zugesagt, aber ich musste ihm im Gegenzug versprechen, ihm bei seiner Suche behilflich zu sein. Greiger, siehst du nicht, dass er dich nur benutzt? Wenn es der einzige Weg ist, mein Dorf wieder aufzubauen, dann kann er mich ruhig ausnutzen, so viel er will. Oob ist Bu Wiedergeburt. Genau, habe ich doch gesagt. Im Dragon Ball Arc gab es einen Jahr Bulma. Ach, Bulma war das. Genau, Bulma war der Arme. Ich dachte, Oob war aber auch irgendwie arm. Kam da nicht auch aus einem armen Dorf? Ich weiß, dass es die Wiedergeburt von Bu ist. Habe ich ja auch gesagt. Oh, 2-3 Minuten. Aber ich dachte, der kam auch nur zu dem Duell. Zu dem Turnier wegen dem Geld fürs Dorf oder so. Bulma hat dem eine Kapsel mit unbegrenztem Wasser gegeben. Ach so, siehst du, genau so war das. Genau so war das. Dann war das doch richtig, was ich gesagt habe. War alles richtig. Oob kam, um sein Dorf zu retten. Und Bulma war so nett und hat das Dorf dann gerettet. Genau. Ich fand es eigentlich schade, dass sie dann das ganze Oob-Ding mit Dragon Ball GT und dann mit Dragon Ball Super irgendwie komplett hängen gelassen haben. Weiß ich, der war dann völlig irrelevant. Der wurde einfach nicht mehr wirklich weiter genutzt. Der war am Anfang von GT, war der nochmal für glaube ich, die erste Folge da oder sowas.
Und dann wurde ja GT komplett geretconnt mit Super. Oder beziehungsweise das ist ein Alternativuniversum oder irgend sowas. Ist ja völlig Wumpe. Und in Super war der, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Ist ja Wumpe. Wir spielen hier gerade Yu-Gi-Oh! Wenn es der einzige Weg ist, mein Dorf wieder aufzubauen, dann kann er mich ruhig ausnutzen, so viel er will. Es tut mir leid, aber ich muss morgen auf jeden Fall gewinnen. Schließlich trafen sich Yusei und Greiger in der Arena. Das nennst du einen D-Wheel, Yusei! Das ist ein D-Wheel! Hatte der auch Stützräder, als er geliefert wurde? Ja, Son Goku wollte gegen ihn kämpfen, ne? Genau. Die sind am Ende des Turniers sind sie rausgeflogen und dann der Goku hat ihn dann halt trainiert und so und stärker gemacht und sowas. Und in GT in der ersten Folge sieht man die beiden noch trainieren. Und dann wird er aber irrelevant für den Rest von GT. Und in Super ist der komplett, glaube ich, gar nicht anwesend. Ich weiß nicht warum. Das meinte ich damit. Also ich finde es schade, dass der Charakter dann einfach verloren gegangen ist. Dragon Ball Z hat damit aufgehört, dass Goku ihn zum Trainieren mitgenommen hat, weil er einen Gegner haben wollte, der ihn herausfordern kann. Und dann ist er völlig irrelevant geworden mit GT und Super. Ey, nur weil deiner größer ist? Heißt es nicht, dass du auch besser bist, Greiger? Ja, genau. Du kannst dann gerne nach dem Duell weiter mit mir plaudern. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ah, die machen hier einen Größenvergleich. Ja. Ein Größenvergleich. Let's go. Den kenne ich nicht. Was ist das denn? Bohr-Synchron. Wir haben ein neues Synchro-Monster. Wir haben ein neues Synchro-Monster. Nitro-Krieger, Gerümpel-Krieger. Das hier, Waffe aus der Waffenkammer. Ein Empfänger oder was? Und ein oder mehr Nicht-Empfänger. Pro Spielzeug kannst du das Monster auf dem Spielfeld wählen. Rüste das gezielte Ziel mit dieser Karte aus oder diese Karte ausklinken und als Spezialbeschwörung in die Angriffsposition beschwören. Solange das gewählte Ziel durch diesen Effekt ausgerüstet ist, erhält es 1000 Attack. Falls das gewählte Ziel ein Monster durch den Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, füge deinem Gegner Schaden in Höhe des Attacks zu. Oh, das ist cool. Das ist cool. Aber das ist nicht das Bohrer-Ding. Hier steht nichts von wegen Bohrer, oder? Wo ist denn der Bohrer? Hier steht Gerümpel-Synchron. Hier steht Nitro-Synchron. Hier steht einfach nur Empfänger. Hier steht einfach nur Empfänger. Okay, also... einfach nur ein Empfänger. Der hat keine spezielle Synchro in diesem Deck, meine ich. Falls ein Monster vom Typ Krieger, das du kontrollierst, ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Einmal pro Spielzug, wenn du deinem Gegner mit diesem Effekt Kampfschaden zufügst, du kannst eine Karte ziehen. Das ist ja super geil. Okay. Und der hat ja allgemein recht viele Krieger, oder? Na gut, Krieger und Maschinen. Was war das? Einen Synchronempfänger von deinem Deck hinzu. Das müssen wir planen. Falls du in diesem Spielzug ein Monster als Normalbeschwörung beschworen hast, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, um ein Monster zu zerstören, das dein Gegner kontrolliert, das in diesem Spielzug mit einem deiner Monster gekämpft hat. Muss ich überlegen. Vier, ne? Drei. Ich könnte theoretisch den hier normal beschwören
den dazu spezial beschwören. Und dann könnte ich damit diesen 1800er beschwören. Theoretisch. 1800 ist nicht viel, aber würde hier schon mal durchkommen. Weiß nicht, was er als Fallen hat. Oder, naja, Oder wir machen bloß den Tempokrieger und hauen hier einmal drauf, dann ist der weg. Der beschwört aber wieder was zurück. Und in der nächsten Runde hat er zwei Monster und ich null. Aber mit Ruf der Gejagten könnte ich dann eins wiederholen. Mit Stimmen könnte ich dann... Überleg gerade, ob ich vielleicht möchte, dass der Tempokrieger stirbt. Weil ich dann nächste Runde... Moment, ich mache erstmal das. Weil ich dann nächste Runde den spielen könnte, der den Tempokrieger wiederbelebt. Und dann könnte ich daraus eine Synchro machen. Und dann die Runde drauf kann ich dann diese Synchro machen und ausrüsten. Macht das Sinn? Ich glaube, das macht Sinn. Ich nehme den jetzt auf die Hand. Für Fortnite. Was? Was? Wo kommt denn das jetzt her? Dark Sniper LP just subscribed auf YouTube. Hallöchen und willkommen bei den Dösköppen. Ich mache jetzt das. Ich mache das jetzt so. Tempokrieger. Ich schau mal jetzt, was er da so liegen hat. Ein bisschen austesten. Natürlich beschwört er genau das gleiche Ding wieder zurück. Macht eigentlich gar keinen Sinn, aber egal. Nächste Runde stirbt jetzt der Tempokrieger, ich weiß. Ne, das ist mir klar. Aber ich kann dann nächste Runde mit Hilfe von dem ihn wiederbeleben. Und dann die Rümpelkrieger-Synchro machen. Genau, das ist der Plan. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es klappt. Hallo ihr Lieben. Ui, ich sehe, es ist Zeit für ein Duell. Ja, genau das ist es. Es ist Zeit für ein Duell. Ich hoffe, der Plan geht jetzt auf. Alter. So, jetzt. Nein, kein Extra-Effekt. So, und jetzt machen wir das. Spezialbeschwörung. Yeah, Rümpelkrieger. Let's go. Der Effekt von Grümpelkrieger? Was macht denn der? Was macht denn der? Nee, nix. Macht leider nichts, weil ich keine weiteren Stufe 2 Kreaturen draußen habe.
Und jetzt Geruf der Gejagten passt mir hier noch nicht. Oder? Ne, nur wenn das normal beschworen wird. Ne, jetzt gehen wir in den Angriff. Und ich schnapp mir erstmal die hier drüben, nicht die Tomate. Wenn ich die Tomate weghaue, dann beschwört er gleich wieder was Neues zurück. Das möchte ich noch nicht. Was? Verdopple bis zum Ende des Spielzugs die Attack aller Maschinenmonster, die du derzeit kontrollierst. Während der Endphase dieses Spielzugs zerstöre die Monster. Oh Mann! Bastard! Warte, wir sind noch in der Battle Phase, oder? Wir befinden uns immer noch in der Battle Phase. Soll ich meinen Gerümpelkrieger zurückrufen? Und dann doch die Tomate angreifen? Oder soll ich vielleicht doch lieber nochmal warten, was er nächste Runde macht und dann den Gerümpelkrieger zurückrufen? Mit dem Ruf der Gejagten. Und dann würde ich nämlich Ursynchron legen, dazu Turbo Booster als Spezialbeschwörung und dann dieses Equipment-Ding bauen. Das hier. Und das auf den wiederbeschworenen Gerümpelkrieger drauflegen. Das klingt nach einem Plan, oder? Ich guck erstmal, was er macht. Vielleicht opfert er das ja für irgendwas oder so. Es wäre mir lieber, er opfert es, als dass ich es zerstöre, weil wenn ich es zerstöre, dann kommt wieder was nachbeschworen. Aber wenn er es opfert, kommt nichts nachbeschworen. Deshalb warte ich ab und gucke, was er macht. Was ist das denn? Einmal pro Spielzug. Wenn dein Gegner eine Fallenkarte aktiviert, kannst du die Fallenkarte zerstören und deinem Gegner 800 Schaden zufügen. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Weil wenn ich meinen Ruf der Gejagten aktivieren möchte, zerstört er ihn einfach. Das heißt, ich muss die Karte vernichten, bevor ich den Ruf der Gejagten aktivieren kann. Das ist gemein. Ich muss jetzt die Angriffe annehmen. Ich hatte eigentlich geplant, die Angriffe zu blocken, indem ich mit Ruf der Gejagten meinen Krieger zurückhole. Darf ich jetzt aber nicht machen. Ich muss ihn angreifen lassen. Aber okay. Ich weiß schon, was ich als nächstes mache. Ich lege jetzt nämlich den Bohrsynchron raus und den Turbo Booster. Mache das 1800er Synchromonster eben nicht als Ausrüstung, sondern als separates Monster. Töte damit den Fallenreaktor und aktiviere dann in der Battle Phase den Ruf der Gejagten und hole den Gümpelkrieger dazu. Welcher sich dann um die Tomate kümmert. So machen wir das. Also, Bohrsynchron. Dann Turbo Booster. Hätte ich vielleicht in Verteidigung setzen sollen, aber egal. Jetzt rufen wir den hier. Denn ich wollte ihn eigentlich als Ausrüstung benutzen, man kann ihn aber auch separat als Monster setzen. Das werde ich jetzt natürlich machen. Jetzt gehen wir in den Angriff. Zerlegen den hier. Okay.
Und jetzt holen wir noch den hier wieder. Ich habe keine Ahnung, ob man die jetzt nochmal irgendwie kombinieren kann als Ausrüstung. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Dominanz auf dem Feld, würde ich sagen. Was ist das? Was ist das? Wenn diese Karte als Normalbeschwörung, das ist egal, das war keine Normalbeschwörung. Nö. Nur wenn es als Normalbeschwörung beschworen wird. Da es als Spezialbeschwörung beschworen wurde, macht das Ding gar nichts. Okay. Aber er kann es immer noch für eine Synchro benutzen. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Er hat da eine Synchro. Nur eine. Bitte, bitte, mach nichts Schlimmes. Bitte, bitte, bitte. Nein! Was macht er? 2600? Fuck. Fuck. Fuck! Nein. Ach, Menno. Der Drache, 2500. Hat der noch irgendeinen Boost drin? Naja, plus 2500, ne? Nitro-Synchron. Nitro-Synchron wäre jetzt unsere Rettung. Aber den hat ich nicht. Nicht mal auf der Hand oder so. Auch nicht im Friedhof. Lass mich kurz nachdenken. Ich tendiere zum Schildkrieger in Verteidigung. Gerümpelsynchronisierer. Was könnte ich denn noch dazu ziehen? Was würde mir das bringen? Ich könnte einen Tempokrieger dazu ziehen. Das wäre dann zwei Sterne. Und wenn ich dann den Gerümpel-Synchronisierer mit... Was ist das? Kann man das immer noch ausrüsten? Ich sehe gerade einen Effekt. Moment, kann ich da was machen? Kann ich das jetzt im Nachhinein immer noch... Einmal pro Spielzug kannst du... Ja, einmal pro Spielzug. Ich dachte, ich kann das nur am Anfang machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Stachelschrauben-Igel spiele, ja? Und den Tempokrieger mit dazu beschwöre. Den komme ich ja gar nicht auf 5, oder? Moment. Komplett falsch. Lösch den Satz. Den hier meine ich. Den Gerümpel-Synchronisierer. Wenn ich jetzt den Gerümpel-Synchronisierer spiele, ja? Und mir dazu den da raushole, ne? Dann könnte ich jetzt nochmal den hier beschwören. Gerümpelkrieger. Und den dann ausrüsten, ne? Oder ich könnte was Höheres beschwören und vielleicht sogar den Sternstaubdrachen machen. Was brauche ich denn da? Ich muss einfach nur auf 8 Sterne kommen, ne? Der hat 3. Ach nee, ich kann bloß 1 oder 2 Sterne. Gut, dann machen wir das so. Jetzt hab ich's. Also.
Sorry für das viele Hin und Her. Ja. Ich bin mit dem Zeug noch nicht ganz so vertraut. Ja. Nehmen wir den hier. Jetzt beschwören wir noch einen Gerümpelkrieger. Und den rüsten wir jetzt aus. Und dadurch kommt er dann auf 3300 Attack. Genau. So macht's Sinn, wa? Battleface. Jetzt können wir bloß hoffen, dass der da keine miese Fallenkarte hat. Booyah-Chaka! Und noch 2600 extra Schaden durch die Waffe aus der Waffenkammer. Ne? Das Monster, was man zerstört, macht zusätzlich noch Schaden in Attack-Höhe. So wie dieser geflügelte Flammenflügelmann oder wie immer der hieß. Bei den Hero-Decks. Wenn er jetzt nichts Schlimmes anstellt, haben wir's. Nein! Warum? Jetzt müssen wir irgendwie eine Magiekarte vernichten können. Oder wir müssen jetzt wirklich 3 Runden warten. Geschützturmkrieger. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, indem du ein Monster vom Typ Krieger als Tribut anbietest. Und falls du dies tust, erhält sie Attack in Höhe der Grundattack des als Tribut angebotenen Monsters. Also ich könnte die quasi beschwören, indem ich den hier wegmache. Dann kriegt die extra Defense, aber das klingt blöd für mich. Klingt nach einem schlechten Deal. Ich leg lieber... Habe ich irgendwas, was Magiekarten zerstören kann? Einmal während jedes deiner Spielzüge, falls du eine Zauberkarte aktivierst, erhält diese Karte während des nächsten Angriffs... Nee. 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 Mist. Ist doch beschiss, ey. Ich hatte ihn an den Eiern. Und dann macht er sowas, ey. Kann ich angreifen? Eine Synchronbeschwörung oder was für eine? Kann leider nur abwarten. Bastard. Bastard. What the fuck? Was kann das Ding? Schwarzes Loch. Warte. Das erste Mal in jedem Spielzug, dass Monster auf die Spielfeldseite deines Gegners beschworen werden, füge deinem Gegner 800 Schaden zu. Während der Battle Phase des Spielzugs, in dem dieser Effekt aktiviert wird, kannst du den Angriff von einem Monster annullieren, das dein Gegner kontrolliert.
Du kannst eine offene Fallenreaktor, bla bla bla, offenen Zauberreaktor, bla bla, auf den Friedhof legen, um eine fliegende Skyfire-Festung. Was denn? Oh. Das mache ich jetzt. Welche Karte wäre das denn? Schildkrieger. Während der Schadensberechnung eines beliebigen Spielers, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Monster, die du kontrollierst, können durch diesen Kampf nicht zerstört werden. Bringt mir das irgendwas? Bringt mir das gerade irgendwas? Nee, ich kann das Ding ja aus dem Friedhof wiederbeleben, ne? Bringt mir gerade nichts, glaube ich. Maschine-Empfänger. Er kann einen, das ist das Problem, er kann einen Angriff stoppen. Na? Kannst den Angriff von einem Monster annullieren, das dein Gegner kontrolliert. Das heißt, ich kann ihn mit dem nicht vernichten. Ich muss jetzt irgendwie noch ein zweites Monster dazu bekommen, was stark genug ist, ihn zu vernichten. Das darf als Stufe 2 zählen. Wenn ich jetzt den Bohrsynchron spiele, habe ich 3. Und 2 bin ich bei 5. Wenn ich den aus dem Friedhof raushole, bin ich bei 7. Hätte ich 8, könnte ich den hier rufen. Mit 4 kann ich den rufen, der ist aber nicht stark genug mit 1800. Aber ich könnte ihn. Guck mal, ich könnte. Kann ich den Bohrsynchron und das Abstimmgeschirr könnte ich nehmen, um einen von denen zu machen. Und dann könnte ich einen von denen auf ihn hier ausrüsten. Auf ihn hier. 800 plus 1800 ist dann wiederum genug. Richtig? So machen wir das. So machen wir das. Ja. Also, Schritt 1. Wir beschwören Bohrsynchron. Ist okay. Wir drehen den mal auf. Und wir rufen die Ratte. So.
Wir können doch den Drachen? Ach so, nee, aber dann müsste ich ja... Wir könnten den Drachen machen, dann müsste ich aber das andere Synchromonster, was schon liegt, vernichten. Das macht keinen Sinn, weil er einen Angriff blocken kann. Ja? Wir müssen zwei Angriffe machen, um ihn zu besiegen. Also um das Monster wegzubekommen. Wir nehmen jetzt die Waffe aus der Waffenkammer. Opfern die beiden. Und rüsten damit, das sieht so blöd aus, aber wir rüsten damit wirklich jetzt die kleine Ratte hier aus. Was ist das denn? Wilder Tornado. Wähle eine offene Karte in der Zauber- und Fallenzone. Zerstöre die offene Karte. Dann kann ihr Beherrscher eine Zauberfallenkarte von seiner Hand setzen. Falls die gesetzte Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, wähle eine offene Karte auf dem Spielfeld. Zerstöre das gewählte Ziel. Okay. So, und jetzt rüsten wir den auf die Ratte aus. Nein, der bekommt aber 1000 dazu. Oh, warum habt ihr mich nicht korrigiert? Nein! Fuck! Der bekommt ja bloß 1000 dazu. Ich dachte, er bekommt 1800. Nein! Oh, Anton fällt schon runter. Ich hab so viel geplant, so viel gerechnet, so viel theorisiert. Terrorisiert? Nein. Theorized. Dass ich mich einfach verrechnet habe. Fuck. Der Plan war jetzt, mit ihm anzugreifen. Der Angriff wird geblockt. Und dann greife ich mit ihm an und mache ihn platt. Fuck. Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich einen gigantischen Fehler gemacht? Ich glaube, wir haben verloren. Ich kann ihn damit nicht vernichten. Er wird den Angriff annullieren. Einfach kein Monster spielen sollen. Hätte ich kein Monster beschworen, hätte ich angreifen können, ne? Er kann den Effekt nur in einer Runde aktivieren, indem ich was beschworen habe. Das raff ich jetzt erst. Ich hab einen komplett gigantischen Denkfehler drin gehabt. Hätte ich einfach nichts beschworen, hätte ich angreifen können. Der kann den Annulliereffekt nur in einer Runde aktivieren, indem ich auch was beschworen habe, wo er den 800er Schaden gemacht hat durchs Beschwören. Oh, Alter. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist so richtig ärgerlich. Ja, ich zeige euch hier, der wird es jetzt annullieren. Oh, er macht sogar noch was. Er macht sogar noch was. Jetzt hat er zwei von den Dingern draußen. Oh. Ich glaube, das habe ich voll verdient verloren. Aber mal schauen, was jetzt passiert. Vielleicht kann ich das ja noch irgendwie drehen und wenden. Ich habe ja immer noch Schwarzes Loch und ich habe noch Tempokrieger. Beziehungsweise Geschützsturmkrieger. Geschützsturmkrieger. Ich könnte theoretisch Schwarzes Loch machen. Den Tempokrieger legen, Geschützturmkrieger drauflegen und dann angreifen. Habe ich vielleicht schon gewonnen. Was ist das Ding denn? Ah, der hier.
Mal sehen das jetzt, was ich gemacht habe. Ich überlege gerade jetzt wirklich, ob ich das so machen soll. 900 plus 1200 sind genau 2100. Wenn er keine Fallenkarte mehr hat. Ist jetzt super riskant. Ich glaube, es sollte klappen. Gott sei Dank! Ich hab's noch irgendwie gerettet. Aber überhaupt nicht verdient. Ich hab diesen Kampf echt richtig, richtig schlecht gemacht. Überhaupt nicht verdient, Alter. Kreiger, bist du okay? Mir geht es gut, aber es ist noch nicht vorbei. Ich habe dir von meinem Dorf erzählt, von dem Feuer und der Zerstörung. Aber ich habe gerade die Wahrheit erfahren. Kurz vor dem Duell habe ich mich in die persönlichen Daten von Goodwin gehackt und herausgefunden, dass es sich dabei gar nicht um eine Naturkatastrophe gehandelt hat. Hab ich das nicht prophezeit? Hab ich das nicht prophezeit? Goodwin hatte beschlossen, unser kleines Tal zu einem Testgelände zu machen. Er hat versucht, seinen geliebten feuerroten Drachen wieder auferstehen zu lassen, konnte aber seine Energie nicht unter Kontrolle bringen. Er wird alles ausplaudern. Wir müssen ihn sofort zum Schweigen bringen. Ach, mach dir keine Gedanken. Niemand wird ihm glauben. Kreiger, bist du dir da sicher? Ich habe die Daten mit eigenen Augen gesehen. Ich bin mir sicher, Yusei. Und jetzt muss ich Goodwin für seine ganzen Lügen verantworten. Kreiger versuchte, Goodwin anzugreifen, wurde aber sofort von der Sektorensicherheit verhaftet. War ja klar, ne? Bürger von New Domino City, es ist immer schrecklich, wenn ein begabter Duellant wie unser Kreiger hier nach einem Duell einen Nervenzusammenbruch erleidet. Aber ich versichere euch, dass er alle Hilfe bekommt, die er benötigt. Yusei! Versprich mir, dass du Goodwin ein für alle Mal besiegen wirst. Nö. Er ist ein bisschen sprachlos. Als dass wir das Duell noch irgendwie gewonnen haben. Wahnsinn.